Einblicke in den Alltag der Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz. Die Diagnostik und Therapie der Senkungserkrankungen und Inkontinenz der Frau sind neben dem Brustzentrum eine weitere Spezialisierung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Hermann-Josef-Krankenhaus Erkelenz. Die dafür vorgesehene Sprechstunde ist sowohl von der Fachgesellschaft Gynäkologie als auch seitens der Urologie im Rahmen der Deutschen Kontinenzgesellschaft als Beratungsstelle zertifiziert. Senkung und Inkontinenz gehören zu den Tabuthemen der Gesellschaft. Sie sind jedoch häufige Erkrankungen, die sich bereits im Jugendalter äußern können, sowie im weiteren Lebensablauf wie der Schwangerschaft oder im höheren Lebensalter. Somit ist es verständlich, dass am Anfang jeder Diagnostik die körperlichen Probleme, die Symptome und auch die Wünsche der Patientin besprochen werden. Häufig sind diese Gespräche schon wegweisend und können Weichen für eine weitere Diagnostik stellen. Die nachfolgenden technischen Untersuchungen stellen die Weichen für die weitere Therapieplanung und die Kontrolle des Behandlungserfolgs. Alles beginnt jedoch mit einem offenen Wort. Dem Gespräch mit der eigenen Frauenärztin oder dem Arzt. Vieles kann bereits hier therapiert werden. Kommt es zu einem Termin im Hermann-Josef-Krankenhaus, gibt insbesondere der Ultraschall der weiblichen Organe, des Beckenbodens, der Harnwege oder des Enddarmbereichs Hinweise auf Art und Form der Erkrankung. Senkung und Inkontinenzen können kombiniert oder einzeln vorkommen. Wichtig ist, dass vorab geklärt ist, dass es sich bei den Beschwerden nicht um den Ausdruck anderer Erkrankungen wie allgemeinmedizinische Erkrankungen, Diabetes, Tumorleiden, Steinleiden oder anderes handelt. Hier steht natürlich die fachspezifische Therapie im Vordergrund. Bei den Senkungen gilt es herauszufinden, welche Gewebedefekte vorliegen, welche Stellen angegangen und repariert werden müssen. Bei den Inkontinenzen kommt es darauf an, ob es sich um eine körperliche Form, die operabel ist, handelt oder um eine Störung in der Nervenversorgung der Blase. In der Gesamtschau und der Planung ist für uns wichtig, das Alter der Patientin, die Operabilität, die Lebensgewohnheiten, die Lebensplanung, unter anderem der Kinderwunsch, die Sexualität der Patientin. Nicht immer ist die Operation der erste und richtige Weg. Oft haben wir eine Kombination aus konservativer Vortherapie, die von einer Operation gefolgt wird. Die durchgeführte spezielle frauenärztliche Untersuchung gibt dem Arzt Hinweise zu möglichen Strategien in der Therapie. Dabei ist aber auch hier der wichtigste Teil die Besprechung der erhobenen Befunde mit einer grafischen Darstellung am Computer. In aller Regel sind urogynäkologische Erkrankungen keine Notfälle, sondern können und sollen gezielt behandelt werden. Hierzu haben Leitlinien der Fachgesellschaften einen Qualitätsstandard definiert. Es wird ein Behandlungsplan erstellt. Hierin enthalten sind konservative Therapien, Vorbehandlungen, wiederholte Kontrollen, letztendlich natürlich auch eine Operation, wenn sie indiziert ist. In wenigen Fällen handelt es sich um komplexe Krankheitsbilder, die in Fachzentren maximaler Kompetenz weitergeleitet werden müssen. Hierzu geben wir natürlich Hilfestellung. Die meisten Behandlungen setzen eine gute Gewebsqualität voraus. Diese kann beispielsweise durch Salben und Zäpfchen erreicht werden. Diese Behandlungserfolge kontrollieren wir regelmäßig und sind ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Senkungen müssen behoben werden, bevor Inkontinenzen sinnvoll versorgt werden können. Dabei gibt es diverse konservative Maßnahmen, zum Beispiel Pessare oder Spezialtampons. Ansonsten steht die operative Therapie im Vordergrund mit oder ohne Implantation. Die Behandlung der Inkontinenz richtet sich nach der Diagnose. Beispielsweise die Dranginkontinenz wird vorwiegend medikamentös behandelt. Nur bei Vorliegen von zusätzlichen Senkungen kann über eine Operation nachgedacht werden. Des Weiteren die Stressinkontinenz. Hier können die Belastungsinkontinenten häufig operativ behandelt werden. Jedoch gibt es auch konservative Ansätze.
Die nicht operativen Therapien werden meist vom Frauenarzt verordnet, wie die genannten Salbentherapien oder die Spezialtampons. Weitere Kontrolluntersuchungen, beispielsweise nach Operationen, werden durch uns, meist nach Überweisung durch den Frauenarzt, durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen dabei immer ein maximaler Therapieerfolg und die Lebensqualität der Patientin, die ein individueller Behandlungsplan sicherstellt. Der wichtigste Schritt in der Urogynäkologie ist der erste. Das Gespräch mit der Frauenärztin, dem Frauenarzt, um die Probleme, die sind, zu offenbaren. In einem Gespräch bei uns können wir dann alle Probleme klären, schrittweise. Hierzu kann gerne eine Person des Vertrauens oder ein Dolmetscher mitgebracht werden. Senkung und Inkontinenzen sind vielen Frauen peinlich. Uns ist es nicht peinlich, ihnen zu helfen. Nach dem Einblick in die urogynäkologische Ambulanz freut es mich, Ihnen beim nächsten Mal wieder einen Einblick hinter die Kulissen zu geben. Und zwar in die Abteilung Einkauf, Zentrallager.